Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber ich bin heiß auf Minenarbeit. Jawohl. Ich habe eine Glückssträhne, ganz klar, in der nächsten letzten Folge, in der nächsten Folge, von wegen, in der letzten Folge habe ich mich ja mal wieder unter Tage getraut. Voll im Buddlerwahn, ne? Und bin auch prompt belohnt worden, habe sogar noch weitergemacht nach der Folge, ne? Und ich sag euch, ich habe Edelsteine gefunden, Gold, Schmuck und Geschmeide, ne? Also richtig reichhaltig, mehrere Stacks Redstone und ach, herrlich, es hat richtig Spaß gemacht. Bin auch nicht in die Lava gefallen, gar nichts. Deswegen habe ich jetzt gesagt, jetzt machst du nochmal was Riskantes und filmst dabei auch wieder, denn dann bin ich ja unkonzentrierter. Ihr merkt das, ich muss dann ja ständig auch mal, ja, mal ein bisschen leise sein. Ich rede auch jetzt ein bisschen ruhiger. Es lenkt mich total ab, ne, wenn man dabei quatschen muss. Und ja, und jetzt gehe ich hier auch mal nochmal in so eine Mine rein, wo ich, ja, in Bereiche, wo ich noch nicht war. Selbst da, wo ich war, das wird mir dann auch nicht helfen im Zweifelsfall. Ne? Es war ein bisschen besser beleuchtet. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich jetzt hier sonderlich gut auskenne oder da nicht von irgendwelchen Viechern gefressen werde. Im Moment ist noch alles ruhig. Und ich nehme einfach mal alles mit, was ich so kriegen kann. Oh, ich sehe auch, meine Silberhacke macht nicht mehr lange. Deswegen werde ich jetzt auch wirklich nur Stein benutzen. Silber nur, wenn es sein muss. Damit uns hier nichts entgeht. Kleine Fackel. Wir können uns natürlich schön neue Fackeln herstellen. Das ist das Tolle an den, an diesen Minenschächten. Da gibt es genug Holz. Da kann man immer mal schnell eine Werkbank bauen. Wenn man halt zum Beispiel auch eine Hacke braucht oder sowas, ne? Nahrung sollte auch noch reichen. Ich habe auch noch Schnitzel da dabei. Ja, tiefer oder hier bleiben? Ich würde jetzt gerne mal hier bleiben. Dann mache ich mir aber hier den Weg mal frei, ne? Das ist immer ganz gut, dass man sich den Fluchtweg frei hält. Und mein bewährtes Fackelsystem beim Reinlaufen. Kommen die Fackeln immer nach rechts? Das ist eine gute Orientierung, wenn man wieder rausfinden will. Immer auch nach oben gucken. Aha, und hier bin ich in einer Sackgasse gelandet. Puh, aber gut. Ist natürlich nicht schlecht. Weil man die jetzt so schön. Ja, dann hat man alles im Blick. Ne? Arbeitet man sich von hinten nach vorne wieder durch. Kohle nicht liegen lassen. In Macca beschwere ich mich immer, dass ich zu wenig Kohle habe. Oder da habe ich jedenfalls immer den Eindruck, oh, zu wenig Kohle zu haben. Ah, das ist so ein Wasserfluss da unten. Also so ein, jetzt kein Fluss, sondern ein, ja, eine Wasserquelle vielleicht eher, ne? Ich gehe da mal runter. Wir wollen ja was riskieren. Licht. Schienen, ja, das stecke ich mir auch ein, denn ich hatte ja auch die Idee, ich meine, ich habe unheimlich viele Schienen, ne? Das ist, glaube ich, nicht das große Problem. Aber man kann davon ja nie genug haben, auch wenn ich bisher noch nicht so wahnsinnig viel mit Schienen gemacht habe. Würde vielleicht mal Zeit, ne? Dass ich mal so ein paar schöne kleine Anlagen baue, irgendwie so kleine Strecken baue. Vielleicht hier irgendwie. Ja gut, den können wir schnell. Das können wir schnell erledigen hier mit dem Wasser. Kurz so ein bisschen da rein. Sehr gut.
Immer gefährlich hier. Also ich habe immer Schiss, dass dahinter einer steht, nachdem mir das irgendwann einmal passiert war. Naja, und seitdem nie wieder, aber das hat man irgendwie in den Knochen. Nee, so eine schöne Bahnstrecke von der Ponderosa bis hierhin zumindest, ne? Dass man öfters mal die Pfeile auftreiben kann. Habe ich auch schon mächtig zugeschlagen, natürlich wieder, ne? So. Ja, gut, das Holz ist jetzt schön und gut. Aber das kann ich mir eigentlich immer noch holen. Die schlage ich immer so weg wegen der. Ja, weil. Oh, da ist noch ein bisschen Silber. Eisen, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es sieht eindeutig aus wie Silber. Und deswegen ist das jetzt auch Silber. So, jetzt die Schienen mal mitnehmen. Ah, nicht so zerhacken hier, sondern mit der Hand. So, und dann holen wir uns den Wasserstrom auch mal. Den killen wir jetzt. Da hinten ist, das sieht ja toll aus. Da gehen wir doch mal gleich hin. Haha. Ne? Da gehen wir aber gleich wirklich mal hin. So, hier ein bisschen breiter machen, bitte. So, da die Ressourcen noch einstecken. Wirklich, ich wusste gar nicht, dass das hier so noch so reichhaltig ist, ne? Ich bin natürlich jetzt auch mal ein bisschen mehr mit System vorgegangen, also jetzt in der letzten Folge und auch jetzt in der seitdem, also in der Zwischenzeit da. Und hab mal einfach mal alles schön. Ich dachte, da gucken mich so Augen an. Also das wäre jetzt ja noch gewesen, du. Ja, und hab mal so ein bisschen so flößmäßig alles systematisch aufgegraben, ne? Mal so längere Schächte und so kreuzweise. Oha. Ja, siehst du hier, jetzt hänge ich da schon drin, ne? Weg mit dem Zeug. Kann man sich die eigentlich inzwischen craften, die Spinnennetze? Kann man ja eigentlich nur zerstören. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt, da müsste ich mal nachgucken, ob es da auch doch inzwischen mal so ein Rezept gibt. Ja, vielleicht mit Slimeboards auch noch irgendwie, dann, weil die ja so kleben, keine Ahnung, ne? Aus Fäden selber kann man ja eine ganze Menge machen, aber ob man auch wieder so ein richtiges Spinnennetz machen kann, das ist ja die Frage. Wegen Deko, ne? Oh, da ist es ganz hell da vorne. Ich schlag hier mal ein bisschen links die unteren mal ab. Dann schaue ich mal, wo das Wasser wieder herkommt. Irgendwie hier aus der Seite, ne? Ach du meine Güte, da sieht man ja gar nichts. Muss ich doch mal ein bisschen hier weghauen. Tu mal Licht. Oha, okay. Boah, ist das lästig. Leute. Ich kriege hier gar nichts auf die Reihe. So, jetzt aber. Kaum Erde in der Tasche. Ist ein bisschen unpraktisch, ne? So, hier ist der große Gang. Boah. Wo gehen wir denn jetzt zuerst lang? Das sind mehrere Parallele, aber das ist hier, glaube ich, nur eine Sackgasse. Decke gucken. Decke ist dicht, da kann nichts herkommen. Da geht es noch weiter. Aber da muss ich jetzt nicht hin, das ist ja. Das ist ja Unfug. Oh, Goblins. Da ist er. Der hat mich noch gar nicht gesehen. Doch, jetzt kommt er. Mensch.
Die sind fies. So, pass auf. Ich habe einen tollen Bogen, ich habe ganz viele Pfeile, also. Ja, super, der versteckt sich da natürlich hinter dem. Gucken, ob das geht. Zorsch. Ja, super. Hammer. Den Hammer. Gut, aber da oben ist gefährlicher. Ne? Das haben wir jetzt schon mitbekommen. Besonders die kleinen Goblins, die sind echt fies. Also, weil die so pfiffig sind, ne? So, die tänzeln da um einen rum. Ein ganz normaler Zombie, aber sich noch eine Scheibe von abschneiden. Obwohl, wenn du von dem eine Scheibe abschneidest, bleibt ja nichts mehr über, ne? Ja, ich kriege wieder meine vorbuddlerische Logik jetzt. Das kommt von dem Höhlenstaub und der Dunkelheit und diesem blöden Wasser hier. Da oben, was ist denn da oben? Das sieht aber wieder mal interessant aus. Schienen. Oh, über mir geht's auch noch weiter. Kohle. Wo kommt das Wasser denn her, du liebe Güte? Du meine Güte. Die ist saugefährlich, was ich hier mache. Also ist viel gefährlicher als Nether zum Beispiel, ne? Da habe ich ja auch immer meine Probleme, aber das geht doch alles noch. Da ist es wenigstens ein bisschen heller. Also hier aus dem Dunkel kommt bestimmt gleich noch irgendwas, das ist klar. Aber hier war ich noch nicht, ne? Hier war ich noch nicht. Aha. Da unten ist was. Das scheint ein Enderman zu sein. Da unten habe ich so blaue Augen gesehen. Ja. Okay, von dem haben wir jetzt nichts zu befürchten. Es sei denn, ich gehe auf die Jagd, aber ohne Silberschwert hat das jetzt überhaupt keinen Zweck, ne? Also die heiße Hildegard oder so brauche ich nicht dafür schon. Sonst ist das sinnlos, sich mit dem anzulegen. Da kann ich direkt hier wieder abdampfen. Nö, mache ich hier mal ein bisschen mehr Platz. Da um die Ecke, was ist das? Ja, okay. Gut, da unten ist natürlich interessant. Hier die Höhle ist aber auch sehr interessant. Ich bräuchte mal noch ein paar Fackeln. Geht mir hier so langsam zur Neige. Schon besser. 34 Level, Leute. 34 Level. Das sehe ich jetzt ja erst. Das wird dabei wohl nicht bleiben, schätze ich mal. Ich sehe mich ja schon wieder an der Ponderosa. Mensch, ist das hier ein. Eine Quelle. Das ist doch nicht zu glauben. Ah. Eine richtige Wasserwand habe ich da jetzt erzeugt. Also kriege ich das jetzt hier nicht hin. Noch eine Axt habe ich nicht dabei, nee. So, jetzt aber. Mann, jetzt die Höhle überflutet. Ja, prima, das fließt ab.
Dann haben wir hier immer noch was. Boah, ist das hier noch groß. Da müssen wir Schutt nehmen. Boah, Gerind. Ey, komm ich vorbei. Ah. So, jetzt mal versuchen. Das ist aber lästig, ne? So. Das war gut hier. So, das ist, hat schön geklappt. Ich laufe jetzt hier rein. Habe viele Ressourcen. Und bin wieder hier. Das ist gut. Alles halb so wild. Aber hier, ne? Da komme ich nicht so gut hin. Ich würde mal sagen, ich versuche es doch lieber. Ja, entweder. Also hier kann ich noch jedenfalls gut graben kommen. Auf jeden Fall. Ne? Ich denke, die Stelle finde ich auch. Naja, wieder vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber was mich interessiert, ist dieses schwarze Loch. Ja. Hat ja lange Zeit Leute gegeben, die haben behauptet, es würde keine schwarzen Löcher geben. Das wäre alles nur so Hirngespinst. Von so Wissenschaftlern, ne? Die nichts zu tun haben den ganzen Tag. Nee, nee, aber hier ist der Beweis. Es gibt schwarze Löcher. Und die ziehen uns auch irgendwie völlig magisch an, ne? Können wir gar nicht. Wir kommen gar nicht umhin, als da unbedingt runter zu müssen. In das schwarze Loch hinein. Jo, der Creeper. Der hat sich jetzt ausgecreepert. Das ist mir hier so ein bisschen. Oh. Ich sollte mich jetzt etwas vorsehen. Mit meinen. Durch die Gegend gucken. Dass ich den Enderman nicht aus Versehen angucke. Das ist immer sehr unangenehm. Obwohl ich das letztens ja mal geübt habe, so auf dem Server, ne? Mal mit Endermännern kämpfen. Aber, ja, Mist, das ist jetzt hier so lästig ohne Axt. Da kenne ich ja nichts, ne? So eine Werkbank kann man immer mal eben schön in die Ecke stellen. Das ist immer sehr dekorativ und man fühlt sich in so einer Höhle gleich etwas mehr zu Hause. Und dann möchte ich mich wirklich noch. Sonst sieht's ganz gut aus hier, ne? Ja, das ist okay. Okay, das ist schon viel besser. Jetzt geht das hier ab. Und dann ins schwarze Loch. Die anderen Ressourcen hole ich mir später. Ich will erstmal wissen, was da unten ist. Ah, da ist. Oh nein. Oh nein. Ich wusste es. Der sich aufregt, ne? Mensch, das war doch keine Absicht. Ja, super. Wie war das nochmal mit der Intelligenz von den Viechern? Allgemein in Minecraft. Oh. Ja, den hätte ich fast erledigt, ne? Und hätte vielleicht sogar ein Auge bekommen. Oder eine Enderperle, ne? Aber nee. Er springt natürlich da in die Lava da unten. Super. Was willst du denn? Komm her. Hast du gesehen, wie ich mich anlege mit dem Enderman? Ich habe Angst vor dir. Komm.
Ich will jetzt in das schwarze Loch rein. Oh, ich möchte jetzt in das schwarze Loch. Das war es auch schon mit dem schwarzen Loch, ne? Völlig unspektakulär. Meine Güte, da haben wir aber auch schon mal schlimmere schwarze Löcher erlebt, ne? Nee, aber ist doch super. Guck mal, wir haben ganz viel Redstone. Noch gerade so viel, wie meine Hacke so vertragen kann, schätze ich mal. Den Sums hier mal weg. Enderman. Gucken, wie tief das hier ist. Oh, das scheint ja ganz brauchbar zu sein hier. Ich finde das immer gut, wenn die nicht so tief sind, die Lavaseen, ne? Da kann man die schnell trockenlegen. Sonst ist das immer eine Mordsarbeit. Und wenn der jetzt so bleibt, dann finde ich das cool. Ja, der hat nur eine Einertiefe. Das ist aber super. Und auch klare Ränder. Sieht man auch, dass die nicht noch irgendwo da hinterm Berg noch weiter fließen. Dennoch, hier mal etwas für etwas Licht sorgen, ne? So, dann kann ich mir das nämlich alles sichern. Und da geht es auch noch weiter irgendwie. So, jetzt hier mal erstmal zumachen, damit mich hier keiner reinschubst. Ja, blubber du dir mal einen zurecht. Da sind alles saubere Ränder, das ist super. Cool. Fackeln erstmal. So, und dann geht die Höhle hier noch weiter. Ich sag ja, das lohnt sich einfach, ne? Oh, wie schön, eine Sackgasse. Ja. Wow. Okay. Super. Ja, das schwarze Loch, ne? Hab erst noch getönt, von wegen, das ist ja irgendwie doch nicht so, aber es hat sich ja nun wirklich gelohnt. Und jetzt werde ich mir das alles sichern. Das heißt, erstmal werde ich auch hier den Grind wieder raushauen, damit ich gucke. Da verbirgt sich ja oft auch noch Diamant und Redstone da unten, ne? In so Lavaseen. Also, ich sage das immer, dass sich das auch oft verbirgt. Und finde dann ja ganz selten Lapis-Lazuli jedenfalls. Das ist schon mal gut. Habe ich in der ganzen Tour noch gar nicht gehabt hier. Denn inzwischen sage ich mir, bringt doch nicht so viel, die Lavaseen trocken zu legen. Ne? Das ist irgendwie, hatte ich da schon mal Zeiten, da funktionierte das besser. Da war also regelmäßig unterm Lava noch kostbares Zeug, aber hier, naja. So, was sagen meine Slots? Das sollte wirklich noch genügen. Prima. Ja, pass auf, dann machen wir das noch schnell. Ne? Dann hau ich hier nochmal eben schnell den Riemen auf Orgel und dann sichern wir uns den Kram und dann versuche ich vor allem auch mal wieder nach Hause zu kommen. Also allmählich bin ich ja wirklich zufrieden hier mit meinem Ausflug in die Höhlen. Das hat sich wirklich gelohnt. Es ist auch sehr schön, dass ich das meiste Zeug wirklich in Sicherheit habe inzwischen. Also in relativer Sicherheit natürlich. Es gibt keine absolute Sicherheit. Das betone ich ja immer wieder. Nee. Jedenfalls in der Kiste schön. Hier in der Höhle. Und das muss ich natürlich noch schön in eine heil in die Ponderosa bekommen. Das sollte mir jedenfalls noch gelingen. Ist hier auch nicht zu leichtfertig. Oh, schon wieder so eine große Ader. Fünf Stück. Sechs Stück. Wow. Wirklich gut. Wirklich gut. Das ist ein guter Schnitt. Die anderen Adern allerdings, die ich gefunden habe, da war auch eine 6 dabei, glaube ich, und noch eine 5er. Und dann habe ich noch ein Einzelnen oder zwei waren das noch irgendwie so gefunden. Also das ist ziemlich cool. So, jetzt nehme ich nur das mit, was ich auch gerade so sehen kann.
Der Enderman gerade, ne? Also ehrlich. Okay. Schwert ist noch so gut. Ja. Dann versuche ich jetzt erstmal nach Hause zu laufen. Naja, aber das kann ich jetzt auch nicht liegen lassen. Vor allem wird die Folge viel zu lang hier. Mensch, hau rein hier. Und gucken beim nächsten Mal vielleicht dann doch wieder draußen was machen. Da habe ich ja Pläne für die Ponderosa. Welche Hühnerfarmen habe ich mir da überlegt? Keine Ahnung. Ich hoffe, das klappt auch alles so, wie ich mir das vorstelle. Da brauche ich vor allem eigentlich Metall für die ganzen Hopper, die ich da bauen muss. Naja, es sind aber nicht so viele jetzt, ne? Aber gut, das gucken wir nächste Folge mal an. So. Ja, ist ja klar, das ist jetzt wieder so eine Riesengeschichte hier. Meine Güte. Jetzt höre ich aber auch inzwischen wieder eine Spinne und alles, ne? Oh, jetzt kommt schnell, 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 schnell. Da kommt was. Ich glaube, da kommt was. So, jetzt gut, ne? Jetzt laufe ich irgendwie nach Hause. Wo muss ich denn lang? Wo muss ich denn lang? Hier hoch, ne? Muss ich nicht hier hoch? Da oben hängen jedenfalls meine Fackeln. Ach so, hier bin ich. Ja, genau. Und dann hier wieder runter. Da war das, wo das Wasser noch gestoppt werden musste. Ja, komm. Ruhig mal den Rücken der Höhle zudrehen, ne? Puh, da habe ich aber jetzt eine Menge zu tun, das alles nach Hause zu tragen, in Sicherheit. Ist natürlich wie immer Nacht draußen, wenn ich oben ankomme, ne? Und Inventar ist voll, prima. Wie viel kann ich denn noch mitnehmen? Kohle kann ich noch eine Menge mitnehmen und ich kann auch noch eine Menge Eisen mitnehmen und den Rest sowieso. Auch Schienen kann ich noch einsammeln. Tja, Leute, ich würde sagen, ich mache das jetzt auch. Macht euch keine Sorgen, ich finde schon wieder raus. Das ist bisher gut gegangen, ne? Und das wird auch weiter gut gehen. Wie gesagt, hoffentlich beim nächsten Mal wieder draußen ein bisschen bauen. Dann haben wir wieder ein bisschen gebuddelt jetzt und so entsteht immer eine schöne Abwechslung, ne? Hui. Also gehabt euch mal wohl.